Die Börsen stehen aktuell stark unter dem Eindruck der Politik. Seien es nun die Wahlen in Europa, sei es die Politik von Donald Trump oder der nun begonnene Brexit, um nur drei Punkte zu nennen. Fragen dazu jetzt an Andreas Glogger, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Glogger und Partner. Danke für den Besuch in Frankfurt. Herr Glogger, ja, wie beurteilen Sie denn das aktuelle Wechselspiel zwischen Börsen und Politik? Also die Politik wird die Börsen im Jahr 2017 schon beeinflussen, das glauben wir, weil die Wahl, die jetzt ansteht in Frankreich oder die Bundestagswahl, können schon zu erheblichen Verwerfungen der grundsätzlichen Ausrichtung der Politik führen. Sollte keine großen Veränderungen eintreten, dann sind Wahlen normalerweise für die Wirtschaft nicht so relevant. Aber bekommen wir einen starken Rechtsruck in Frankreich oder in Deutschland oder gar in Frankreich die Diskussion um einen Euro-Austritt, das könnte schon zu dramatischen Veränderungen führen. Deswegen muss man das sehr genau auf dem Schirm haben. Ein anderer wichtiger Player neben der Politik sind und bleiben natürlich die Notenbanken. In Amerika haben wir eine Zinserhöhung gesehen im März. Insgesamt haben die Notenbanken versucht, den deflationären Tendenzen entgegenzuwirken mit ihrer ultralockeren Geldpolitik. Jetzt aber steigen die Inflationsraten. Was heißt das für die Geldpolitik? Die anziehenden Inflationsraten waren mit Sicherheit nur temporär und die waren dem Energiesektor geschuldet. Wir gehen davon aus, dass sie wieder zurückkommen. Und letztendlich ist entscheidend auch, wie die Europäische Zentralbank das sieht. Und sie hat in ihrem letzten Protokoll der letzten Sitzung klar geschrieben, dass sie an der Geldflutung, an dem Aufkaufprogramm für Anleihen und dem niedrigen Zinsniveau noch lange anhalten und beibleiben wird. Fassen wir also kurz zusammen. Donald Trump, die Politik kann man immer noch nicht ganz einschätzen. Er ist mit den ersten Vorhaben durchaus auch gescheitert. Gab auch so ein bisschen verschnupfte Gesichter an den Börsen, gerade an der Wall Street. Was bedeutet das jetzt alles neben der Politik der Notenbanken für die Aktienmärkte aus Ihrer Sicht? Ja, man kann sie momentan nicht genau planen. Das heißt, tägliches Management, tägliches Abwägen der Risiken und der Chancen ist oberste Pflicht, weil wir können morgen bereits wieder neue Richtungen haben. Kein Mensch kann heute sagen, wie lange Donald Trump überhaupt diesen Zickzackkurs durchhält oder auch nicht. Oder gerade jetzt, was mit Syrien eben auf den Weg gekommen ist, welchen Alleingang er plant. Der Mann ist ja unberechenbar momentan. Und das kann sehr wohl Auswirkungen haben. Genau draufschauen ist wirklich oberste Pflicht. Wie macht sich das bemerkbar an Ihren Investitionsentscheidungen? Bevorzugen Sie eher Europa vor diesem Hintergrund oder sagen Sie, nee, Amerika ist nach wie vor auch für uns ein starker Player und deshalb sollte Amerika auch in den Portfolios stattfinden? Gut, Amerika und Europa sind zwei Hauptmärkte, in denen wir investiert sind. Wenn wir nach neuen Investitionsmöglichkeiten zurzeit Ausschau halten, finden wir in der Tat in Europa mehrere Unternehmen, die noch günstiger zum Kaufen sind als wie in Amerika, ist der Markt schon einfach ein Stück weit weiter gelaufen. Selektiv muss man also vorgehen. Europa bevorzugt. Ich möchte mit Ihnen noch auf das Thema Euro-Dollar zu sprechen kommen, denn gerade die Anleger, die natürlich in Amerika investieren, müssen auf dieses Währungspaar genauer schauen. 1,09, der Euro zum Dollar, jüngst, jetzt ist er wieder ein bisschen zurückgekommen. Glauben Sie, dass das ein kurzer Ausrutscher nach oben war oder ist das möglicherweise ein Trend, ein starker Euro in diesem Jahr? Ja, es ist schon schwierig genau zu deuten. Auch hier müssen wir sehr genau und permanent abwägen. Es kann wirklich sein, dass wir den Boden schon gefunden haben, dass der Dollar eben nicht stärker wird, sondern vielleicht, und da gibt es einige Indikatoren, einige Pflänzchen in Europa, die wirklich auch für eine anspringende Konjunktur in Europa Zeichen senden. Und das könnte dazu führen, dass der Euro durchaus wieder stärker wird. Wir sichern aber unsere Positionen in den USA noch nicht ab, aber allzu hoch darf das Wechselkursverhältnis nicht mehr steigen. Dann müssten wir tatsächlich auch auf der Währungsseite Absicherungen oder Kursgewinne einfach realisieren. Wie lautet nun Ihr Fazit, Herr Glogger? Wie sollte der Anleger in diesem Umfeld agieren? Mutig soll er sein. Denn die Aktienmärkte, egal in Amerika oder in Europa, sind ja letztendlich das Stabilste, was es gibt. Denn die reale Wirtschaft, die findet täglich statt.
die wird auch immer stattfinden. Natürlich ist auch kurzfristiges Investieren nicht zielorientiert, aber für langfristige Investoren hat sich nichts geändert. Mutig bleiben, dranbleiben, die Weltwirtschaft und damit die großen Unternehmen dieser Welt entwickeln sich weiter. Das heißt ja auch so schön, den Mutigen gehört die Welt, wahrscheinlich auch die Aktienwelt. Andreas Glogger, Vermögensverwalter und Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Glogger und Partner aus Krumbach. Danke für den Besuch in Frankfurt. Vielen Dank.